Wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, zusammenarbeitest, dann geschieht es in der Regel nicht, ohne dass es auch mal Probleme, Fehler oder gar Konflikte gibt. Auch wenn du mit dir selbst sprichst, dann gibt es auch dort Fehler, Unzufriedenheiten. Und ich zeige dir heute, wie du andere, aber auch dich selbst kritisierst, ohne andere oder dich selbst zu verletzen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Ich bin auch ausgebildeter und zertifizierter Coach, Trainer und auch Mediator. Und ich habe gelernt, dass über 80% aller Streitigkeiten, die entstehen, aufgrund von Missverständnissen resultieren. Und das Interessante ist, dass viele Menschen diese Missverständnisse auch produzieren, indem sie auf eine unangenehme, ich will nicht sagen falsche Art und Weise kritisieren. Und du kriegst heute einen Weg von mir vorgestellt, wie du in Zukunft mit anderen Menschen Feedback gibst und auch auf deren Fehler hinweist und auch auf die Erfüllung deiner Bedürfnisse hinweist, ohne dass diese Menschen verletzt sind. Was ist nun die große Herausforderung überhaupt beim Kritisieren oder beim Feedback geben? Die große Herausforderung ist, dass wenn du mit einem Menschen zu tun hast und der macht etwas falsch, also nicht so, wie es abgesprochen war, oder tut sogar etwas zu deinem Nachteil und du sprichst genau diesen Punkt an, dass die meisten Menschen dafür eine Ownerschaft, eine Inhaberschaft übernehmen und sogar so weit gehen, dass sie sich mit diesem Fehler, mit diesem Verhalten komplett identifizieren. Und wenn die sich mit diesem Fehler identifizieren, dann fühlen sie sich nicht nur sachlich, fachlich oder vom Verhalten her angesprochen, kritisiert, sondern persönlich. Die nehmen es als einen persönlichen, vollständigen Angriff, als eine Bewertung. Und logischerweise, was macht der Mensch, wenn er angegriffen wird? Er geht in die Verteidigung. Und das ist das erste Wichtige, was beim Kritisieren, ohne zu verletzen, beachtet werden soll, dass man das voneinander trennt, dass man die Sache, die man kritisiert, das Ding, den Fehler, die Verhaltensweise, trennt von der Person. Und dieses Prinzip hat einen bestimmten Namen. Dieses Harvard-Prinzip oder dieses Harvard-Konzept wurde über 20 Jahre lang entwickelt von dem Professor Roger Fisher. Das Ziel war es, hier eine Konflikteinigung herbeizuführen zwischen zwei Parteien, ohne dass der Stärkere sich durchsetzt, sondern im günstigsten Fall, dass aus diesem Verhandeln immer ein Win-Win-Ergebnis kommt, dass also beide Parteien gewonnen haben. Um das besser verstehen zu können, wie dieses Harvard-Konzept oder Harvard-Prinzip genau funktioniert, macht es sich Sinn, ein wenig tiefer mit der Kommunikation in Konfliktsituationen zu beschäftigen. Und hier hilft uns wunderbar das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Schulz von Thun hat nämlich gesagt, dass immer wenn zwei Menschen miteinander kommunizieren, dass mindestens vier Themen insgesamt angesprochen werden. Und zwar nicht nur das sachliche Thema, das heißt der Fehler, der Konflikt, die Verletzung oder das Tun oder Unterlassen, sondern es wird auch immer mitgeteilt, wie die Person, die jetzt kritisiert, sich fühlt. Und diese Selbstoffenbarung, das ist schon etwas, was man regulieren kann, dass man nicht sagt, schon wieder hast du diesen Fehler gemacht, sondern dass man sagt, ich habe wahrgenommen, dass ein Verhalten sich wiederholt hat. Das bedeutet, hier kann schon beim zweiten Punkt der Sender in der Kommunikation lernen, sich selbst zu regulieren. Viel wichtiger ist aber schon der dritte Punkt, was ist nämlich mit der Botschaft des Appells, des Befehls. Wenn mich Menschen auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, sei es in der Partnerschaft oder in der Geschäftspartnerschaft oder als Kollege, dann ist schon wichtig zu wissen, darf der andere überhaupt dem anderen Befehl geben? Sagen, das machst du nicht wieder, das hast du zum letzten Mal gemacht, das sollst du so nicht machen. Wenn andere Menschen so mit mir sprechen und ich bin ein stark freiheitsliebender Mensch, dann ist sofort Ablehnung und Eskalation möglicherweise das Ergebnis. Aber noch eskalierender wirkt der vierte Teil der Botschaft nach Schulz von Thun, nämlich die Beziehung oder der Status. Ich erlebe es sehr häufig, dass Menschen mit mir kommunizieren, gerade wenn sie unbekannt sind, wenn man neu sich kennenlernt und irgendwas hat nicht geklappt, dass gerade unter Männern sehr häufig nicht nur das Thema versachlicht und diskutiert wird, sondern es geht häufig darum, wer positioniert sich über wem oder unter ihm. Das bedeutet also, da kommt Max in den Raum rein und sagt, Herr Schäfer, haben Sie das Glas da stehen lassen, etwa? Ja, bringen Sie das mal schnell weg. In dem Moment dieser Kommunikation versucht sich Max, sich über mich zu positionieren. Und auch das natürlich, wenn man das bewusst oder unbewusst in der Kommunikation bringt, im Rahmen einer Kritik. Wenn der andere also denkt, man kritisiert nur, um sich selbst besser darzustellen, sich zu überordnen, also praktisch in den Hochstatus zu bringen, den anderen in den Tiefstatus. Nun, in dem Moment ist die Eskalation sehr wahrscheinlich auch vorprogrammiert. Vielleicht hilft dir also schon an diesem Punkt einfach nur die Person und das Ding der Kritik, die Sache, das Verhalten, den Fehler voneinander zu trennen, wie es im Harvard-Konzept der Fall ist.
Vielleicht hilft dir aber auch das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, schon die einzelnen Aspekte voneinander zu trennen, dich also zu regulieren, das voneinander zu separieren. Aber eine richtig professionelle Methode, wenn du dich dafür interessierst, dann solltest du dich mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall D. Rosenberg auseinandersetzen. Die zentrale DNA der GfK, das sind 4 Schritte. Und wenn du das lernst, sauber voneinander zu trennen, dann kannst du mit anderen Menschen sprechen, auch kritisieren, ohne dass die verletzt sind. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass man am ersten Punkt lernt, seine Wahrnehmung völlig neutral von Bewertung, von Interpretationen, von Gefühlzuständen, Vorwerfen und Verallgemeinungen, also Sprachmetamodellverletzungen, zu trennen. Hier ist die erste Aufgabe, einfach nur zu beschreiben, was habe ich gesehen. Ich habe gesehen, du bist reingekommen, du hast mit deinem Glas zusammen, das du ausgetrunken hast, dieses Glas dann auf den Tisch gestellt und ich habe gesehen, wie du dann wieder aus dem Raum gegangen bist. Wenn das Max so gesagt hätte, dann hätte er nur beschrieben, was er gesehen, gehört, gefühlt, gerochen und geschmeckt hat. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe, die sich vielen Menschen zum ersten Mal im Leben stellt, ihre Kommunikation danach zu überprüfen, dass nur das Beobachtete, nur die Wahrnehmung geschildert wird, keine Bedeutungsbeimessung, keine Interpretation. Auch im zweiten Schritt wird nicht großartig interpretiert, du wolltest mich verletzen, indem du dein Glas dahingestellt hast, du wolltest mir zeigen, wer ihr Herr im Hause ist, indem du immer dein Glas stehen lässt. All das sind wilde Interpretationen, Bedeutungsbeimessen, Spekulationen auf der Grundlage von Thesen, die in der Regel mit der Wahrheit selten was zu tun haben. Deshalb im zweiten Schritt geht es darum, dein Gefühl auszudrücken. Einfach zu sagen, hey, ich habe beobachtet, du hast dein Glas stehen lassen. Es ist so, dass ich regelmäßig meine Sachen wegbringe. Es ist regelmäßig so, dass ich die Geschirrspülmaschine aus- und einräume. Und es ist so, dass wenn jemand sein Glas stehen lässt und es nicht wie alle anderen zurückbringt, dass das für mich Mehrarbeit bedeutet. Und diese Mehrarbeit, die fehlt mir für andere. Und ich fühle mich auch dann dadurch nicht wertgeschätzt, wenn ich in der Regel darauf beschränkt werde, hier im Büro oder zu Hause immer das Geschirr wegzubringen. Also hier einfach Mut zu haben, was man beobachtet hat und Mut zu haben, zu sagen, was es mit mir macht und nicht, was der andere gemacht haben könnte, welche Intention der andere böse Mensch Max hatte, dass er sein Glas hingestellt hat. Also nur von sich selbst heraus sprechen, was löst es in mir aus. Im dritten Schritt wird das Bedürfnis mitgeteilt und gerade Männer haben dann sowohl bei dem Thema Gefühl und Bedürfnis große Herausforderungen, aber bei Frauen sicherlich auch. Männer sagen in der Regel, ihnen geht's gut oder schlecht, aber das ist weder Bedürfnis noch ein Gefühl. Und das ist die nächste Aufgabe, gerade mit sich selbst in Kontakt zu bekommen und sagen, wieso hat sich dieses Gefühl überhaupt bei mir breit gemacht und was brauche ich, damit dieses Gefühl wieder weggeht? Um dann zu sagen, lieber Max, wenn du in Zukunft auf gleicher Ebene um Wertschätzung miteinander, auch für die Zeit und für die Aufgaben mit mir umgehen willst, ist es für mich super wichtig, dass du meine Zeit auch respektierst oder dass du auch die Regeln, die wir haben, hier respektierst. Das heißt, mein Wunsch an dich ist, dass du dieses Bedürfnis nach Respekt einfach auch dadurch umsetzt, indem du deine Sachen selbst zurückbringst und nicht dich darauf verlässt, möglicherweise, dass andere das für dich tun. Genau wie eben demonstriert, wird dann zum Schluss dem Gegenüber kommuniziert, welchen Wunsch man an ihn hat, dass er also konkret auch weiß, was er in Zukunft anders machen sollte, nachdem er vorher mitgeteilt bekommen hat, was das Bedürfnis von mir, von dir war, was nicht erfüllt worden ist und welches Gefühl das ausgelöst hat und aufgrund welcher Tatsache in einem selbst das Gefühl aktiviert wird. Was hatte man also zuvor beobachtet, gesehen, gehört, gefühlt? Diese Methode ist natürlich die höchste Perfektion des Harvard-Konzeptes oder des Harvard-Prinzips, die Person von der Sache zu trennen. Du trennst also alles, was in dir abläuft, was du gesehen hast, dein Gefühl, dein Bedürfnis und du machst dir Gedanken darum, Max oder dem Gegenüber auch gleich zu zeigen, was er in Zukunft anders machen soll, damit dein Bedürfnis befriedigt ist. Bevor du natürlich diese Methode standardisierst, sprich in dein Normalverhalten integrierst, da bedarf es eine Weile der Übung und vor allen Dingen auch neuer Gedankenprozesse. Und da möchte ich einfach auch dich zu einladen, dich immer mehr zu überprüfen, wenn du also die Person den Fehler, den Punkt der Kritik nicht trennst von einer Person. Welche Bedürfnisse hast du vielleicht im Hintergrund? Möchtest du tatsächlich endlich dem anderen mal mitteilen, wie es dir geht? Möchtest du versteckten Befehlen, eine Aufgabe, eine Projektdelegation überreichen? Oder möchtest du einfach dich selbst über andere zu erhöhen? Das heißt, lade dich auch ein, selbst zu überprüfen. In der GfK nennen wir das die Selbstempathie. Warum tue ich das überhaupt? Wieso kritisiere ich so, dass der andere verletzt werden kann? Der zweite Punkt ist aber auch, dass du all diese
verschiedenen Sendekanäle und diese Schritte nutzen kannst, damit du, wenn du kritisiert hast, hinter die Beziehung nicht schlechter geworden ist, sondern besser geworden ist. Das bedeutet, dass du sagst, jeder Mensch macht Fehler und es ist dein Recht, auch deine Bedürfnisse einzufordern, aber in einer neuen Art und Weise, dass die Beziehung, das heißt, wie ihr miteinander in Zusammenhang steht, wie euer Beziehungskonto gefüllt ist, dass diese Beziehung steigert, dass die Qualität besser wird, dass sich dieser Mensch das nächste Mal freut, wenn du ihn kritisierst, weil er Wertschätzung auch erfahren hat und das auch gerne machen möchte, dir in Zukunft dabei zu helfen, deine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Natürlich ist das nicht leicht, weil es neu ist, weil selten unsere Eltern, unsere Lehrer das vorgelebt haben. Auch heute wirst du wahrscheinlich wenig Menschen haben um dich herum, die so kommunizieren. Aber das heißt nicht so, dass es immer so bleiben muss. Und ich lade dich ein, selbst ein Mensch zu werden am Anfang, der so ein wenig Licht im Dunkel seines Umfelds reinbringt und so zu kommunizieren. Sprich also, die Sache von der Person zu trennen und vor allen Dingen sich selbst zu überfragen, was sind eigentlich meine Motivatoren und wie kann ich mich selbst regulieren, dass die Sache auch die Sache bleibt und der Rest neutral oder konstruktiv bleibt. Und die Methode GfK gibt dir eine super Methode. Und wenn du das trainieren willst, gibt es gewaltfreie Kurse, die du machen kannst. Du kannst Videos angucken, du kannst natürlich auch, wenn du es als Experte machen willst, auch eine Ausbildung zum Mediator machen. Solltest du selbst mal Unterstützung brauchen in Konflikten oder bei der Optimierung deiner Kommunikation, so haben wir nicht nur viele Berater, sondern auch Coaches in unserem Team und Trainer, die dich oder deinem Team, deine Abteilung darin unterrichten und auch trainieren können, dieses Verhalten einzusetzen. Gerne kannst du hierfür einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Du kannst jetzt Daumen hoch machen bei dem Video, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg in der Zukunft, gewaltfrei zu kommunizieren, die Person von der Sache zu trennen und dass deine Beziehungen nach deiner Kritik noch besser geworden sind und du den Mut hast, deine Bedürfnisse auch einzufordern, denn wer macht es sonst? Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.